Happy Happy Halloween und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Heute mit einem Set von Megablocks und zwar der Zombie Transit Farm, die Nummer 06828 aus der Call of Duty Serie. Passend zu Halloween habe ich mir hier ein schönes Set rausgesucht, wo wieder Zombies dabei sind. Wir hatten ja schon das Zombie Transit Diner vor ein paar Monaten mal und jetzt hier mal eins der anderen Sets aus der Zombie Serie. Und weil Zombies ja nie genug haben kann, habe ich hier gleich noch einmal dieses Set dabei genommen. Da sind nochmal 5 Brotzombies mit dabei. Das ist ganz klar etwas, wo Lego was von lernen kann. Ich sag mal, eine Packung einfach mal mit 5 Stormtroopern drin oder so. Das wäre mal geil. Ne? Megablocks zeigt, dass das geht. Wenn man sich so ein richtig schönes Zombie-Apokalypsen-Diorama bauen will, kann man halt hier auf solche Sets zurückgreifen und kann ruckzuck die Zahl seiner Zombies da doch um einiges steigern. Aber hauptsächlich geht es um dieses Set hier. 415 Teile, sagt Megablocks, sind hier mit drin. Zum Preis kann ich leider nicht viel sagen, weil das Set ist nicht mehr im aktuellen Programm von Megablocks mit dabei. Ja, und ihr alle wisst, die sich schon mal mit Megablocks beschäftigt haben, da die in Deutschland kaum vertrieben werden, kommt man nicht drum rum, die über England oder die USA einzuführen. Ja, Megablocks ist ja eine kanadische Firma und da weiß man nie so ganz, was bei den Preisen rauskommt. Ne? Man kann Glück haben, dass man es für ein Apfel und ein Ei kriegt. Es kann aber auch sein, dass man für dieses Set dann irgendwie 70, 80 Euro auf den Tisch legen soll. Schaut es euch mal selber an, wenn es euch interessiert. Wir wollen uns jedenfalls mal angucken, was uns die hier Schönes eingepackt haben. Hinten drauf haben wir auf der Verpackung nochmal so ein paar Szenen, die dann halt auch hier bei Call of Duty so ein bisschen abgeguckt sind, hier mit Nachtsichtmodus und etc. pp. Der ein oder andere von euch wird das Spiel wahrscheinlich kennen und selbst gespielt haben. Der wird auch die Scheune hier wiedererkennen, weil die gibt es genau wie auch das Diner im Spiel selber auch. Und dann gibt es noch das Nuketown Set. Ja, auch das werde ich euch eines schönen Tages mal vorstellen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was die uns hier Schönes eingepackt haben. Ja, 4 Zombies sind drin. Das sieht man jedenfalls hier vorne drauf schon. Und der ein oder andere geneigte Zuschauer kennt sich ja mit Längen und Breitengraden aus. Ja, wer mag, kann ja mal hier einmal sich raussuchen und mir schreiben, was das für Locations sind, die hier wieder drauf angegeben haben. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir es aufkriegen. Ist ja wieder Thorsten sicher verpackt hier das Ganze. Theoretisch sollte man das ja ohne Messer und ohne alles aufkriegen. Und was soll ich sagen? Ja, es klappt. Da haben wir hier wieder einen Schwung voll Tüten, wieder sehr interessant gestaltete Steine, die so, ich sag mal so in Rost und Melange ein bisschen sind, damit das diesen abgegammelten Look kriegt. Hier haben wir unsere 4 wandelnden Toten drin und das erste, was ich sehe, ist leider ist eine der Figuren gebrochen. Dazu gleich mehr. Dann haben wir hier die Bauanleitung. Auch die schauen wir uns gleich mal aus der Nähe an. Ja, und dann haben wir hier noch dieses kleine Set und da brauche ich ein Messer für. Ja. Ja, das Set besteht aus einer Tüte mit Bausteinen, wahnsinnig viele. Nochmal ein paar wahnsinnig viele Bausteine und dann haben wir hier unsere Zombies, die ja hier bei diesem Set definitiv das Wichtigste sind, derer sind es 5, plus hier die Bauanleitung, ja, mit ein bisschen Werbung für Call of Duty. Ja, vorne auf der Anleitung nochmal die Zombies, schön aufgebaut und hinten hier auch wieder so ein paar Action-Szenen, wie wir das von der anderen Verpackung auch schon kennen. Ah ja, und hier ist noch einer, vorne im Sichtfenster, den hätte ich jetzt fast übersehen. Okay, gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Ja, hier haben wir die Bauanleitung, ne, 06828, relativ schlicht und einfach gehalten hier von außen. Wieder im Querformat, hier vorne dann Auflistung der Teile, die dabei sind. Ja, und hier sieht man, bei dem Pin ist einer der Zombies gebrochen, ja, wird man kleben können, trotzdem ärgerlich. Ansonsten die Bauanleitung, wie wir sie von Megablocks und Megakonstrux gewohnt sind, hier mit der farblichen Kodierung, lässt es sich sehr gut nachbauen. Auch die Druckqualität ist sehr gut.
Ja, hier hinten haben wir dann nochmal so ein paar Positionierungsanregungen, möchte ich mal sagen. Insgesamt sind 26 Seiten. Und hier hinten drauf dann nochmal ein bisschen Werbung für andere Sets, die es hier aus der Call of Duty-Serie gibt. Ja. Dann hier die Bauanleitung zu dem Büroset. Das ist wieder mehr so ein Falkatlas, so ein Faltding. Ja, da gibt es auch nicht so dolle viel zu bauen, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist das Wichtigste halt die Figuren an sich und schauen wir mal, ob die wirklich so schön gearbeitet sind, wie man es hier auf den Fotos sieht. Ja, 10 Tüten hatten wir hier bei dem Farmset und diese eine Platte, die dabei ist. 2 Tüten bei dem Büroset. Ja, hier haben wir unsere Zombies aus dem Büroset und die 4 Zombies hier aus dem Farmset. Und ja, hier sieht man halt, dass da der Zapfen gebrochen ist. Wird man kleben können, sicherlich kein Problem. Nur leider kann er sich dann nicht mehr so schön positionieren lassen und drehen lassen. Was auffällt, ist hier die von der Farm, die Zombies haben blaue Augen, wohingegen die hier aus dem Büro, die müssen wohl von einem anderen Virus befallen worden sein, die haben nämlich silberglänzende Augen. Ja, die aus dem Transit Diner, die hatten damals auch blaue. Gefällt mir persönlich besser, sieht noch ein bisschen stechender aus. Ja, wollen wir die einzelnen Figuren mal auspacken und genauer anschauen? Ja, hier haben wir unsere neuen Kandidaten ausgepackt und wollen wir uns doch mal die Figuren einzeln anschauen. Ja, und da haben wir jetzt hier erstmal die, die bei der Farm mit dabei sind. Und hier, das ist der, der so wackelig ist, bei dem der Oberkörper gebrochen ist, beziehungsweise der Verbindungszapfen. Ja, und sind ganz nett gemacht, aber ich muss sagen, dass die Qualität von denen, von der Bemalung her, nicht so gut ist wie bei dem Zombie Transit Diner. Die waren ein bisschen liebevoller. Ja, die hier sind ein bisschen günstiger oder nicht ein bisschen mehr husch-husch bemalt worden. Ist aber immer noch okay, sind immer noch schön detailliert. Ja, was schön ist, dass ich hier jetzt mittlerweile 13 verschiedene Zombies habe und immer noch keiner doppelt ist. Ne? Hier haben wir einen irgendwie in der, würde man sagen, Häftlingsklamotten, 2 hier außer Klapse. Ja, und einmal so ein Farmmitarbeiter oder irgendwie sowas. Ja, witzig ist, dass die Jungs durch die Bank alle die gleichen Schuhe quasi tragen, nur manchmal ein bisschen andere Farben. Scheint wohl so der Standardausstatter für Zombies zu sein, hier dieser Schuhlieferant. Ups, da ist der Oberkörper ab. Ja, da sehen wir wieder von hinten diese typischen Löcher, die haben die alle. Das ist bei Megablocks relativ normal. Da kann man halt noch irgendwelche Zubehörsachen draufstecken, wie Tornister oder irgendwie sowas. Ja, tut aber der eigentlichen Schönheit der Figuren kein Abbruch. Was bei diesen Vieren jetzt auffällt, leider, ist, dass die wohl mit Spritzfarben gemacht worden sind und dadurch ist jeweils ein bisschen Farbe hier in die Köpfe reingelaufen und die lassen sich jetzt nicht mehr bewegen. Das gleiche hatte ich schon mal bei dem Terminator, der so ein bisschen geweathert war. Ja, da ließ der Kopf sich auch nicht mehr bewegen. Das ist ein bisschen schade, aber nun gut, ist halt so, kann man mit leben. Nur ich habe jetzt wirklich ein bisschen Schiss daran rumzuruckeln, nicht, dass die hinterher ab sind. Ja, dann kommen wir hier zu unseren 5 Bürozombies. Ja, wo da jetzt der Unterschied zum normalen Büroalltag ist, sieht man auch nicht auf den ersten Blick. Sie sind ein bisschen liebevoller gemacht als die, aber immer noch nicht auf dem Qualitätsstandard hier, wie die Jungs waren. Also die haben mir bis jetzt wirklich am besten gefallen. Ja, außerdem haben die diesen Silberblick, um es mal so zu nennen. Ja, sie sind auch nicht wirklich so schön und detailliert, wie das jetzt hier auf der Verpackung ist. Oh Wunder, das Werbeversprechen wurde nicht eingehalten. Wer hätte es geglaubt, aber trotzdem sind sie ganz okay. Bei denen lassen sich im Übrigen die Köpfe problemlos bewegen. Ja, auch hier die gleichen Schuhe. Und der Oberkörper von den dreien hier ist jeweils der gleiche. Also das Hemd sieht man, wenn man hinguckt. Die sind schon identisch. Ja, aber sie haben jeweils ein anderes Gesicht, jeweils andere Frisur oder andere Haarfarbe. Ist okay, finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Ja, von hinten sehen sie sich dann schon ein bisschen ähnlicher teilweise. Aber super, also ich sag mal, für einen Zombie-Diorama absolut geeignet. Was ein bisschen schade ist, ja, ich habe jetzt hier 13 Stück, keine einzige Frau. Ja, der Zombie-Virus hier, der bei Megablocks umgeht, scheint wohl nur Männer zu befallen. Nun ja, so viel zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Ja, wollen wir jetzt mal dran gehen, hier unsere 10 Tütchen auf meine Tellerchen packen und dann bauen wir mal die Farm. So, da haben wir hier alles schön auf unsere Tellerchen verteilt. Soweit. Nur die große Tüte, die habe ich hier auf einen Haufen gemacht. Ja, weil da muss man ein bisschen suchen, da die alle farbgleich sind.
würde das wahrscheinlich sonst eine echte Herausforderung, da was drin zu finden in so einem Töpfchen. Und jetzt hier mal als Beispiel, also sie sind echt toll von der Qualität, ne? Also top gearbeitet und dann mit diesen Einschlüssen drinne, was bei so einer alten abgegammelten Scheune natürlich mal richtig geil rüberkommen wird, ne? Also besser kann man, glaube ich, verrostet nicht darstellen, als das hier ist, ne? Sowohl bei den Steinen als auch bei den Platten. Finde ich echt cool. Das ist ja so ein Ding, das zieht sich ja bei Megablocks wirklich durch. Ja, als Grundplatten haben wir hier wieder so Grundplatten, Quatsch. Als Grundplatten, so, Wortfindungsstörung, haben wir hier wieder so ein bisschen abstraktere Dinger. Das ist ja bei Megablocks jetzt auch nicht selten. Ja, das ist, die kann man trotzdem auch noch wieder auf andere draufbauen. Das finde ich ganz nett. Und ansonsten sind die halt zwei Platten hoch mit Versatz drinne. Ja, das sind halt so Sonderteile, die schenkt Lego sich. Bei denen würde man das jetzt komplett bauen. Was ich auch in Ordnung finde, die sind schon recht speziell. Aber ist mal für Kinder auch kein Problem. Die kriegen die auch verwurstet, wenn sie sie jetzt nicht in dem Set hier benutzen wollen. Von der Qualität kann man die wirklich bedenkenlos zu dem anderen Lego dabei schmeißen. Aber wir wollen ja jetzt hier unsere Scheune bauen. Ja, da habe ich doch eben die Bauanleitung hier vom Megablocks noch gelobt, dass die so gut sind, von der Farbwiedergabe und allem. Und naja, also die hier sind die hier. Aber nur mit reichlich Fantasie, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist mir eigentlich auch nur deshalb aufgefallen, weil diese hier, die hätte ich am ehesten zu der Farbe eingeordnet, kein 2x2er dabei haben, die da irgendwie gepasst hätten. Ja, sonst hätte ich die jetzt verbaut und hätte dann irgendwann später erst festgestellt, dass es die falschen sind. Auch hier. Ja, diese hier sind diese hier. Also da braucht man schon ein Stück weit Fantasie, um die Farben da interpretieren zu können. So, jetzt sind wir hier auf Seite 7 der Bauanleitung und haben hier so die ersten Grundwände von der Scheune hochgezogen und ja, durch das Marmorierte gibt das so eine schöne Gammeloptik. Ja, das sieht wirklich aus, als wenn das hier irgendwie aus Blech ist, was schon vor sich hin rostet. Finde ich, sieht gut aus. Was natürlich hier dieses Geglänze hier in der Mitte soll. Also ich habe den Zombie-Modus noch nicht gespielt von Black Ops, von daher, ich weiß nicht, ob das die Flüssigkeit ist, die das Ganze ausgelöst hat oder was auch immer das sein mag. Wenn ich recht in Erinnerung habe, fließt irgendwie so Merkwürdiges auch beim Transit Diner durch die Landschaft. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Sieht aus wie Lava oder irgendwelche chemischen Abfälle, was auch immer. Was mir definitiv noch passiert ist, ich hatte dieses Teil hier falsch rum dran gebaut und musste das nochmal einmal drehen. Ja, also da müsst ihr genau aufpassen beim Bauen. Das ist gar nicht so einfach, da die richtige Seite zu finden. So, jetzt haben wir hier den unteren Bereich der Scheune fertig. Ja, haben den Zwischenboden schon drauf. Hier hinten die Leiter, um hochzukommen. Ja, und was mich ein bisschen stört, ist hier diese Steine hier, die mit den beiden Noppen seitlich. Die sind bei Lego ja komplett zu. Ja, hier bei Megablocks sind die hinten offen. Das finde ich nicht so schön. Das sieht auch einfach nicht so schön aus. Ja, das mag vielleicht die eine oder andere Baulösung auch noch hinterher quasi ermöglichen. Aber rein optisch mag ich das dann doch lieber, wie es beim guten alten Lego ist. So, jetzt haben wir hier die Tore für die Scheune gebaut. Und da gibt es ganz klar Positives und Negatives. Ja, Positives ist, es ist ein Druck, keine Aufkleber. Negativ ist, der Druck ist unsauber. Ne, man sieht hier, dass beim Draufdrucken der Farbe auch nebengekommen ist. Ja, gut, jetzt kann man sagen, ist eh alles abgegammelt, kommt es nicht drauf an. Ja, trotzdem wäre das schöner, wenn es ein bisschen sauberer wäre. Dann, man sieht es hier auf der Abbildung, die Tore waren auch so schön meliert. Das sind die hier wirklich fast gar nicht, leider. Also, da habe ich wohl einfach Pech gehabt. Ja, und was noch ein bisschen doof ist, dass die verschiedene Farben haben, die Drucke. Also, die scheinen aus verschiedenen Fertigungschargen zu kommen. Ja, und hier haben wir wieder einen der Steine, wo ich Megablock ganz besonders für liebe. Das sind diese, wo die Noppen auf beiden Seiten sind, wo man wirklich so super easy eine Baurichtungsumkehr mitmachen kann. Die mag ich wirklich sehr. Die sind bei der Enterprise ja in rauen Mengen verbaut worden und tauchen auch bei den anderen Sets immer wieder auf. Hier werden sie jetzt halt genutzt, um hier dies hier zu bauen, was dann hinter die Tore in den Führungsschienen hält. So, jetzt haben wir hier die Tore soweit fertig und hier oben das auch schon mit Verkleidung und so alles. Sieht hübsch aus. Ja, Tore lassen sich auch gut auf und zuschieben. Haben hier dann halt Begrenzer drin, sowohl nach da als auch nach da, dass sie nicht rausflupsen können. Dann haben wir noch eine schicke Lampe gebaut, dass man sieht, was so aus der Scheune rauskommt. Ne? Und ich muss ja sagen, im Großen und Ganzen erinnert mich die ganze Scheune so an so eine bestimmte Szene
bei Walking Dead, ja, wo dann auch die Scheunentore aufgehen und dann da eine ganze Flut von Zombies rauskommen. Auf Herschels Farm war das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, jetzt nimmt das Ganze massiv Form an. Wir haben jetzt hier die nächste Zwischendecke drin. Da kommt jetzt hier gleich das Wellblechdach rundum dran. Hier haben wir den Flaschenzug. Ja, man sieht es hier hinterher, wo man irgendwelche Güter mit hier in die erste Zwischendecke hochhüpfen kann. Ja. Soweit alles. Bis jetzt echt super. Kann man nicht sagen. Und ja, jetzt werden wir dazu kommen, hier das Ganze mit Wellblech zu decken. Ja, hier für die Seitenverkleidung von dem Dach, da bereiten wir zwei Seuchteile vor hier. Und die werden dann wirklich ganz schlicht und ergreifend hier auf die Noppen drauf gedrückt. Und das war's schon. Ja, und fertig ist das typische amerikanische Scheunendach. So, die eigentliche Scheune haben wir jetzt komplett fertig, hier mit Deko und allem Gedöns. Und jetzt habe ich hier angefangen, das Windrad zu bauen, was hier an der Seite noch dran kommt. Und da sind die Jungs von Megablocks wieder durchaus findig und pfiffig vorgegangen. Das ist hier in so einem Mehrschichtenbau. Hier an der Seite halt mit so, wie eine C-Clamp, nur mit einem Pin. Ja, dass man hier quasi andeutet, dann könnte man da hochklettern. Ja, und es wird dann hier auch mit diesem Pin hier in die... manchmal ist das mit einer Hand alles nicht ganz so gut. Ja, und wird das hier auch mit diesem Pin hier einfach reingesteckt. Ja, und es ist wirklich stabil. Ich habe es eben nicht auseinandergekriegt. Und dann wird das Ganze jetzt hier gleich noch gekontert mit. Ja, da kommen jetzt hier noch... Ja, oder? Ja, einfach nur davor. Zack. Ja, und fertig. Sieht gut aus. Und jetzt kommt oben halt noch da die, wie nennt man das? Turbine? Propeller? Keine Ahnung. Also halt die Windmühle oben drauf. Ja, das hier ist jetzt auch ein interessantes Teil. Und zwar hat der Pin auf der einen Seite Friktion, auf der anderen nicht. Und außerdem wirklich eine richtig gute Klemmkraft. Ja, also im Übrigen ähnelt der sehr denen, die Lego verbaut hier von der Anordnung der Schlitze. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich dann Einfluss auf die Klemmkraft hat, aber der funktioniert wirklich sehr gut. So, da ist sie fertig, die Zombie Transit Farm, die 06828 von Megablocks. Naja, und hier habe ich dann auch nochmal die Office Zombies hier und habe dann die Büromöbel, die damit bei waren, aufgebaut. Es ist ganz nett gemacht, auch hier wieder keine Aufkleber, alles Druck. Ja, schön hier mit Blut an den Trennwänden und allem, was dazugehört. Das Ganze spielt übrigens 1963, daher hier auch noch eine Schreibmaschine und kein Druck, kein Computer. Ja, und hier noch ein schöner Bürostuhl dabei. Finde ich gut. Sieht schön aus. Ja, dann haben wir hier noch einen Telefonhörer, den hat einer von den Zombies hier vom Telefon abgerissen. Ja, hier bei der Scheune war alles super, bis auf eine Sache, und zwar mir fehlt ein Teil. Und zwar das, wo man das hier mit festmacht, war nicht dabei. Ich habe hinterher gesucht, ist nicht gefunden. Wirklich schade. Gut, kann man nicht ändern, ist halt so. Ja, ich habe jetzt hier halt von Neppin das Teil hier drauf gemacht, dass man es hier trotzdem dahinter noch festbinden kann und dann hier über den Flaschenzug hoch und runter ziehen kann. Ja gut, ist nicht weiter wild. Ja, hier dreht sich schön alles Taco Belli. Hier das Ganze dann nochmal von hinten angeguckt. Ja, da hat er sich wieder separiert, der kaputt war. Ja, ein bisschen Pech gehabt. Ja, hier noch mit einer Leiter, mit einer Treppe hier hoch. Sehr schön. Ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein. Wie findet ihr hier die Zombie-Sets von Call of Duty-Serie, die Zombie-Sets von Megablocks? Ich persönlich finde die ja klasse. Ich stehe allerdings auch auf Zombies. Gehören mit zu meinen Lieblings-Horror-Figuren quasi. Ja, ich finde die wandelnden Toten doch sehr reizvoll als Filmthema. Walking Dead habe ich auch ganz gerne geguckt, jedenfalls die ersten paar Staffeln. Mittlerweile hat sie es ein bisschen totgelaufen. Geht ja auch kaum noch um Zombies. Und ich mag halt Zombies gerne. Ja, und ich muss sagen, ich mag eigentlich am liebsten die alten Schlurfenden, wie sie früher waren. Die neuen Rennenden jetzt hier, wie bei dem mit Brad Pitt, der neulich im Kino war, sind nicht so meins. Die sind mir doch eine Spur zu heftig. Ja, also mir hat's gut gefallen. Ist eine schöne Ergänzung zu meinem Zombie Transit Diner. Und meine Zombie-Armee wächst jetzt hier auch langsam und stetig an. Ja, und ich habe übrigens mal geguckt. Also
bei Release hier von dem Video gibt es momentan bei Amazon die Scheune für roundabout 24 Euro. Ja, das ist, finde ich, völlig in Ordnung vom Preis her. Wogegen hier die Bürozombies, die sind völlig abgedreht, die liegen über 50 Euro. Ja, was der Markt sich da immer für Preise zurechtfuckelt, ist wirklich teilweise nicht nachzuvollziehen. Ja, da ist es wirklich sinnvoller, sich das Set und das Transit Diner zu kaufen. Da hat man zusammen 8 Zombies plus schönes Gebäude dabei. Und das zum gleichen Preis wie die 5 hier kosten mit dem einen Schreibtisch dabei. Nun gut, was soll's. Ja, ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Abonniert mich, drückt auf die Bimmel, dann kriegt ihr immer mit, wenn ich was Neues hochlade. Und ansonsten bleibt mir nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald. Tschüss.